Folklore ekstra treba će lijepo snimiti, on se rekao. Ja, kad bude. Thank you.
Kako je doći, znaš, ne moram ovaj. Aha, ja moram ići sad auto da preparkiram. Moram auto preparkirati. Vielen Dank. Alles, was da lebt, das ist es wert, geliebt, geachtet und geschützt zu werden. Und wenn Sie gut hingehört haben, haben Sie unsere Aufzählung gehört. Im nächsten Lied geht es um die Zeit. Die Zeit, die du für deine Rose verwendet hast, macht sie so wertvoll. Sie kennen das vielleicht aus den kleinen Plätzen. Die Zeit, ein Problem in unserer Zeit. Sie nehmen sich jetzt ein bisschen Zeit für uns, ein bisschen Muße an diesem Samstagvormittag. Wir wünschen Ihnen Zeit. Ganz genau genommen heißt es dann, ich wünsche dir Zeit. Viel Spaß. Thank you.
Mirku da pošaljemo, brate, sjeti tamo. Ali gore, nekako, meni se, nekako žuč pata najviše. Gdje je žuča? Eno ga ide ište. Tebi je žuča zakletva. Nema, ja, pa još da ću treći. Ona je stariji ništa. Dobri, još i on. Žučo! Ustan te, pođi li. Gdje je on, ne vidi se. Leže, neće. Neće. Pa će ovo put sada da sjeti s njim. Da pošaljemo malo, vidimo koji se kada. Ja, ja. Ja imam brata i sestru. Ja hoću da idem u Švedsku. Kad? Hoću sad u oktobar, da dobijem papu. Ko? Ali ne znam šta treba. Hey, Damile!
Znači ja se ne uhvat prvi. Eine Plakatausstellung können Sie rechts im Rathaus noch sehen. Das sind die 5 ausgewählten Plakate, mit denen für die Woche der ausländischen Mitbürger geworben werden sollte. Ein weiteres Plakat bzw. ein Plakatwettbewerb oder eine Ausstellung findet im Landratsamt statt, und zwar in der nächsten Woche am 25. wird um 11 Uhr im Landratsamt eine eröffnet, und zwar heißt die Plakatausstellung Älter werden zwischen den Kulturen. Und da geht es besonders um ausländische Bürger, die hier schon seit langem leben und hier älter werden. Und ihre Integration ist besonders schwierig. Und mit diesen Plakaten wird auf die Situation der älteren ausländischen Mitbürger hingewiesen. Es wäre vielleicht gut, wenn das nicht nur die deutschen Bürger nutzen würden, sondern auch die ausländischen Bürger, und diese Veranstaltung besuchen würde. Die Ausstellung dauert eine Woche. Von den zerstörten Häusern, von den kriegerischen Auseinandersetzungen, die der Freundschaftsverein Bosnien-Herzegowina Offenburg e.V. wirbt für Verständnis zwischen den Kulturen. Und wir haben jetzt eine Gruppe, die nennt sich Sem Sem und kommt vom bosniakischen Jugendbund aus Karlsruhe. Die Gruppe besteht seit ungefähr 4 Monaten und hat etwa 12 Paare. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ihr Choreograf ist Malkot Šeramis, und die Gruppe Sem Sem zeigt jetzt Folklore aus der Umgebung von Sarajevo. Also wir lernen jetzt entgegen der normalen Medienwirklichkeit, nennen wir nun das positive folkloristische Bild von Sarajevo kennen.